Angesichts der besonderen Ereignisse müssen wir unbedingt zunächst erst einmal darüber sprechen, was wir am vergangenen Freitagnachmittag hier miterleben mussten. Denn da hat es ja einen wahren Flash-Crash gegeben. Der DAX war innerhalb von wenigen Minuten, Sekunden können wir fast schon sagen, von einem komfortablen Plus ins Minus hineingerutscht, abgestürzt, kann man direkt auch formulieren. Und da fragten wir uns alle, was ist denn eigentlich passiert? Und erst wenige Minuten später, so 3, 4 Minuten danach, haben wir hier die eigentliche Meldung, die das verursacht hatte, auf den Tickern selber gesehen. Also selbst wir hier an der Börse haben zunächst gar nicht gewusst, warum der DAX so abstürzt. Und da zeigte sich dann, dass es um eine Meldung ging, dass ukrainische Truppen auf ostukrainischem Gebiet einen russischen Militärkonvoi angegriffen haben soll. Teile dieses Konvois seien zerstört worden. Einige Stunden später kam dann die Antwort aus Russland, dass es einen solchen Militärkonvoi angeblich gar nicht gegeben hätte. Die ukrainische Armee habe wohl auf Geister geschossen, hieß es, Ghostbusters sozusagen. Also das ist vielleicht mal eine verworrene Geschichte. Auch das Außenministertreffen am vergangenen Wochenende, am Sonntag in Berlin, brachte hier wenig Licht ins Dunkel, aber immerhin spricht man wieder miteinander. Die Situation hat sich über das Wochenende wenigstens nicht weiter verschärft und insofern atmen die Börsianer auch zu Beginn der neuen Woche erst einmal wieder ein bisschen auf. Wir sehen den DAX auf einer Erholungstendenz. Er ist mit 134 Punkten oder 1,5% im Plus, notiert aktuell bei 9.227 Zählern, aber die kurzfristig orientierten Derivateanleger trauen dem Frieden hier nicht. Sie setzen doch mit Knockout-Puts und Put-Optionsscheinen eher wieder auf fallende Kurse des DAX. Das können wir am EUROX-Sentiment-Index ablesen, der aktuell bei minus 40 Punkten notiert. Schauen wir uns mal einzelne Aktien an. Die stärksten Gewinner im DAX sind Continental, BASF, Bayer und Lanxess, allesamt mit deutlich mehr als 2% im Plus. Wenn wir jetzt auch nochmal in den Tech-DAX hineinschauen, da sehen wir ebenfalls deutliche Kursbewegungen. Die Nordex-Aktie erholt sich um 3,4% auf 13,24 Euro. Das Papier war ja nach Vorlage der Quartalszahlen am vergangenen Freitag zwischenzeitlich um 13,5% abgestürzt. Also sehen wir hier ein paar Käufer, die den Kurs sich etwas erholen lassen. Und dann zeigen sich die Marktteilnehmer äußerst erfreut über den Einstieg von United Internet bei Rocket Internet. Deswegen ist der Internetdienstleister jetzt aktuell mit seiner Aktie 4% im Plus bei 32,36 Euro.